Was ist besser als ein Polybag? Zwei Polybags. Und was ist besser als zwei Polybags? Drei Polybags. Oder aber vielleicht sogar vier Polybags. Hallo Freunde des zusammenhanglosen Klemmbausteinsammelsuriums. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan. Und ich habe hier aus dem Hause Lego vier Polybags. Und ich dachte, die können wir uns mal angucken, denn ich persönlich mag Polybags wahnsinnig gerne. Denn man kriegt hierfür meistens 4 Euro, 3,99 ist die UVP und das zahlt man auch meistens. Manchmal kriegt man die ja sogar im Angebot. Immer so süße kleine Mitbringsel-Sets und ich war jetzt gerade unterwegs in der Stadt und habe die Dinger gefunden und dachte, das ist mir ein Video wert. Ich habe nämlich schon ewig und drei Tage keine Polybag mehr aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was auf dem Markt los ist. Und dementsprechend habe ich mir jetzt vier rausgesucht und die gehen wir im Einzelnen mal durch. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Das Ding ist nämlich, ich war sonst immer Käufer des Lego-Magazins, aber da das preislich mittlerweile so abgehoben ist, sehe ich ehrlich gesagt keinen Sinn mehr darin, eine Figur aus einem Lego-Magazin mitzunehmen. Denn das Magazin lese ich persönlich nicht. Ich mache auch nicht diese lustigen Irrgartenspielchen oder suche nach irgendwelchen Fehlern in Bildchen, sondern ich kaufe, wenn, ein Lego-Magazin für die Figur. Und dafür ist es mir mittlerweile zu teuer. Die Dinger sind günstiger als die Lego-Magazine und haben dann auch tatsächlich noch ein bisschen was zum Aufbauen daneben. Und ich finde, das ist, wie gesagt, ein tolles Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist und weiß, hey, da ist ein Kind im Haus. Super, nehmt ein Polybag mit. Oder ihr seid irgendwo eingeladen und ihr wisst, da ist ein Lego-Nerd im Haus, kauft ein Polybag. Ihr macht nichts falsch und ihr habt keine riesige Investition. Also zumindest glaube ich, ihr macht nichts falsch, denn wie gesagt, die Dinger kenne ich hier noch nicht. Ich habe vier verschiedene Polybags, die inhaltlich auseinander nicht sein könnten. Wir haben einmal City Space, Marvel Doctor Strange, Animal Crossing und Friends. Zugegeben, das hat man mir an die Backe gelabert, einfach nur, weil da ein süßer Otter drin ist. Wir lassen uns mal überraschen, wie süß der Otter sich letzten Endes darstellt, weil das hier, das ist sowieso toll. Es ist im Endeffekt eine Premiere, das ist mein erstes Friends-Set auf diesem Kanal und es ist mein erstes Animal Crossing-Set auf diesem Kanal, wenn wir denn eine Polybag-Set nennen wollen. Ich fange jetzt einfach mal ganz tiefenentspannt mit Lego Space an, weil das interessiert mich am meisten. Ich finde ja, wenn man sich auf die Space-Reihe einlässt, man kann nie genug Astronautenfiguren haben. Und darum geht es ja letzten Endes, zumindest mir erstmal bei diesen Poly-Dingern, dass man eine hübsche Figur daraus zieht und dann halt noch ein bisschen was nebenbei hat zum Betüdeln. Das ist kein wahnsinnig langer Bauspaß in irgendeiner Form. Es ist meistens ziemlich schnell gemacht und es birgt auch keinerlei Überraschungen. Das hier ist eine Anleitung für ein Polybag, ein einfacher Faltflyer und anhand dessen können wir mal eben husch husch Figürchen und den Rest zusammen doktern. Dementsprechend habe ich für dieses Video, auch wenn es ein Aufbauvideo ist, kein großartiges Thema vorbereitet, weil ich davon ausgehen darf, dass ich den Zusammenbau dieser kleinen Tütchen relativ schnell hinbekomme. Jetzt fange ich mit City an und vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um noch mal kurz drüber zu philosophieren, was ich denn so an City schätze. Ich mag das Unbeschwerte, das Kindliche tatsächlich an Lego City wahnsinnig gerne, weil damit bin ich groß geworden. Ich weiß nicht mal, ob das damals in den 80ern schon City hieß. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe es nicht recherchiert. Ich habe natürlich auch die alten Kartons nicht mehr und so weiter. Aber das waren halt alles so Sets aus von Dingen, die einem auch im wahren Leben begegnen könnten. Aber halt mit diesem, ja, Lego-Augenzwinkern präsentiert. Das nimmt sich nicht so wahnsinnig ernst. Und das schätze ich, glaube ich, in meinem Fall an der Auseinandersetzung mit diesem Hobby sehr, dass ich es häufig mit Dingen zu tun habe, die sich nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Wenn ich mir zum Beispiel von Blue Bricks so eine Burg Blaustein angucke, am besten das Gesamtergebnis mit allen Erweiterungen, keine Frage, das ist natürlich irgendwo geil. Das ist schon ein Monster und ein Hingucker und ich glaube, dass man da wahnsinnig viel Spaß mit haben kann. Aber mir persönlich nimmt sich so ein Set halt tatsächlich
zu ernst. Mir fehlt das Unbeschwerte dabei. Und ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die haben dann auch keinen Stress damit, wenn es da mal irgendwie schwierigere Bautechniken gibt, die man bewältigen muss oder andere Querelen, mit denen man sich auseinandersetzt. Das ist vollständig okay und das ist cool, wenn ihr das mögt. Ne? Ich verurteile das nie, aber ich würde mir dann auch wünschen, dass ich nicht verurteilt werde, wenn ich sage, mir gefällt so ein bisschen der Lego City Gedanke. Das heißt ja nicht, dass ich das nur baue. Wer meinen Hintergrund luschert, wird sehen, da stehen Modular Buildings und so ein Zeug. Also von daher dürfte euch klar sein, dass ich die großen Sachen auch durchaus mag. Aber ich finde auch, man kann nicht ständig für das nächste Set immer Unsummen ausgeben. Das bietet sich irgendwie nicht an. Und darum mag ich solche Kleinigkeiten wie so ein Polybag durchaus zwischendurch auch mal ganz gerne. Warum auch nicht? Die Dinger sind, wie gesagt, kein stundenlanger Bauspaß. Aber wenn man Glück hat, kommt was Hübsches, Putziges dabei raus und man kann das vielleicht kombinieren mit Sets, die man aus dieser Themenwelt schon hat. Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Und ich weiß jetzt schon, mit diesem kleinen Gleiter-Dingsi werde ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel machen, aber die aktuellen Astronautenfiguren, keine Sorge, ich zeige euch das gleich im Detail, sind einfach klasse. Die finde ich super cool. Und darum bin ich auch absolut fein damit, einfach mal so ein Tütchen für 4 Euro mitzunehmen, weil das eben nicht wehtut. Und mich überraschen zu lassen, ob das denn wirklich auch ein bisschen Freude und Spaß mitbringt. Und hier bin ich jetzt schon an einem Punkt, wo ich sagen kann, jopp, das ist süß, das macht Laune, denn wir haben hier, ich zeige euch das gleich, ich darf jetzt nicht vorweg spoilern, aber hier sind tatsächlich Prinz mit drin. Prinz, habe ich das schon erwähnt? Jep, es sind Prinz drin. Jetzt weiß ich nur noch nicht so ganz, warum wir diesen Stutzen da hinten haben, aber der wird wohl irgendwie eine Daseinsberechtigung genießen. Ach, das soll der Steuerknüppel sein. Der Akku sitzt hinten. Guck an. So. Erste Polybag schon. Hier stimmt was nicht. Moment. Da habe ich doch tatsächlich hier. Aha. Ich schuft einen vergessen. Ja, ich bin der Profi, wenn es um Klemmbausteine geht. Ich schaffe es sogar, bei einem Polybag noch einen Fehler zu machen. Bei, keine Ahnung, 2 Bauabschnitten gefühlt, kriege ich das hin. So, und ich mache das jetzt nicht, ich mache da nachher vielleicht nochmal ein Gesamtfazit zu, aber ich ziehe die jetzt wirklich einzeln durch. Das heißt, wir haben hier die Figur. Und die Figur ist schon mal Killer. Ich weiß gar nicht, was hier so im Bild rumsteht. Also, cooler Torsoprint, geiler Helm, Beinprint, ne? Ich finde die Figur großartig. Am Kopf hat sie auch noch so einen Schweißfleck. Ich kann den mal eben hier abziehen. Hier an der Seite ist noch ein Schweißfleck mit im Gesicht von der harten Arbeit im Weltall. Finde ich großartig. Ich liebe diese Astronautenfiguren. Ich mochte die Astronautenfigürchen aus der letzten Serie. Ich finde die aus dieser Serie großartig. Diese Astronautin ist Killer. Und allein dafür hat sich das Ganze schon gelohnt. Und dazu bekommt man dann eben hier so ein bisschen Kristallgedöns geliefert. Ich mag diese Kristallsteinchen auch immer wahnsinnig gerne. Und zugegeben, das ist jetzt keine dramatisch große Kulisse, aber um der Astronautin in einem Kinderzimmer was zu tun zu geben, ist das doch schon gar nicht schlecht. Und sie braucht ein Fortbewegungsmittel und auch das ist dabei in Form dieses putzigen kleinen Raumgleiters. Das heißt, wir setzen das Figürchen da einfach rein. Ach so, hier übrigens Print. Die Batteriestandsanzeige ist ein Print, jawohl, ja. Und dann setzen wir die da rein und dann kann die durch die Gegend schnitzen und kann die Kristalle suchen. Cool. Also 4 Euro, wenn ich das vergleiche mit so einem Magazin, easy, passt. Ich nehme das erstmal zur Seite, wir kommen zum nächsten. Ich habe noch nie Kontakt gehabt zu Animal Crossing, das heißt, das jetzt wird jetzt mein Star Trek Fans aufgepasst, erster Kontakt. Teil 8, großartiger Film. Es ist geraume Zeit her, dass ich dieses Spiel auf der Switch gespielt habe und irgendwie hat sich bei mir keine Langzeitmotivation einstellen wollen. Ich weiß nicht so genau, aber nach irgendwie stundenlang Fischen und anderem Zeug irgendwie gefühlt grinden die ganze Zeit, hatte ich dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich dann leider sagen musste, ja, Spielprinzip begriffen, aber es holt mich jetzt nicht so wirklich tausendprozentig ab. Das heißt nicht, dass ich das nicht nochmal irgendwann spielen werde, aber momentan habe ich keine Animal Crossing Phase. Ich glaube, dafür habe ich auch einfach zu wenig Zeit.
Ich finde jetzt schon großartig, was man hier für 4 Euro bekommt, ehrlich gesagt. Ich zeige es euch gleich im Detail, aber hier sind wirklich Bricks am Start. Da rechnest du doch nicht mit. Ich hätte mir vielleicht die Verpackung vorher auch mal genauer angucken können. Ich habe nur gesehen, Animal Crossing, die Figur hast du noch nicht. Gönn dir. Und jetzt stelle ich gerade fest, krass, hier sind echt gute Steine drin für die 4 Euro. Ich meine, klar, wenn man sich so eine Pick-a-Brick-Becher oder Tüte aus einem Lego-Store zieht, kriegt man natürlich für das Geld nochmal deutlich mehr Teile. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, hier ist eine Figur dabei und die lässt sich Lego ja bekanntermaßen ziemlich gut bezahlen. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht irgendwie böse um das, was hier geboten wird. Im Gegenteil, ich bin gerade ein wenig verzückt. Das ist ja toll. Weil das hier geht im Vergleich zur Astronautin eben noch mal viel mehr in so eine Richtung Spielwelt. Ja, ist cool. Der größte Gag ist, dass ich jetzt gerade die Figur als letztes mache, weil ich von den Steinen so baß erstaunt bin, die hier eine Rolle spielen, dass mir die Figur nahezu egal wird. Das muss ein Set auch erstmal schaffen, dass ich denke, ja, Figur kannst du auch später noch machen. Also ohne Flachs. Geil. Und oh mein Gott, auch die Figur ist putzig. Sie hat halt Mini-Beine, die sind nicht be beweglich. Auch das zeige ich euch gleich im Detail. Ach so, guck, der Kürbis kriegt noch einen roten, ach Quatsch, einen grünen Stängel. Crazy. Also, Animal Crossing, eine Figur. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Null Schäggung. Die hat bestimmt einen total putzigen Namen, der vielleicht sogar auf der Tüte steht. Stand, weil ich das an der falschen Stelle aufgerissen habe. Maples Pumpkin Garden. Okay, das ist Maple. Maples Kürbisgarten. Wie hieß denn das andere Ding? Space Hoverbike. Okay. Maples Kürbisgarten. Und hier haben wir also die namensgebende Maple. Und Maple hat einen süßen Torso-Print, finde ich. Ich glaube, das Oberteil kann man auch für andere Figürchen verwenden, wenn man jetzt nicht so im Animal Crossing-Thema drin ist. Ich finde den Kopf trotzdem ziemlich cool gemacht. Sie hat eine kleine Gießkanne dabei, aber eben Mini-Beine, die sind nicht beweglich. Aber dazu gibt es das hier. Sind wir mal eben erstaunt für eine Runde? Das sind wirklich gute Bricks. Wir bauen hier Rundbricks aufeinander. Wir haben diese dicken grünen Platten. Hier oben nochmal so eine kleine grüne Platte. Wir haben eine kleine Leiter, um da nach oben zu kommen. Und das entspricht ja auch dem Animal Crossing-Gedanken. Du musst eine Leiter aufstellen, um dann auf die nächsthöhere Ebene zu kommen. Das ist doch toll. Also jetzt ohne Flachs, ich finde es ziemlich geil. Für 4 Euro, da kann das Lego-Magazin auf jeden Fall einpacken. Also hier, happy. Next. Marvel kommt zum Schluss. Ich mache erst Friends. Mein letztes Friends-Set ist einfach ewig und 3 Tage her. Und jetzt habe ich an der anderen Seite aufgerissen, nur um festzustellen, ach guck mal, die haben, das hat gar keinen Namen. Das ist auch gut. Vielleicht nochmal für alle, die es interessiert, so sieht das Ding aus. Es ist irgendwas mit Strandurlaub. Garantiert. Und auch hier eine Faltanleitung, wie wir es kennen, aber die ist ein bisschen umfangreicher. Das heißt, hier gibt es schon was zu tun. Ja, Friends ist so eine Sache. Bei Friends, wie formuliere ich das vorsichtig? Ich bin halt nach wie vor nicht der größte Verfechter der Friends-Figur. Sie ist okay. Also ich kriege keine schlechte Laune, wenn ich eine Friends-Figur zusammensetze, aber es ist auch nicht so, als wäre mein Tag jetzt deutlich besser, wenn ich eine Friends-Figur zusammensetze. Sie ist halt einfach in Ordnung. Und ich habe jetzt schon Schwierigkeiten mit der. Nee, das hebe ich mir auch für gleich auf. Hier werden komische Designvorschläge gemacht. Aber die bewerten wir gleich in Ruhe. Ja, da steht sie. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es steht auf der Tüte nicht drauf und ich kenne mich bei Friends nicht aus. Friends ist für mich halt ein schwieriges Thema, weil im Friends-Universum, das hatte ich auch schon in der Katalogbesprechung erzählt, finde ich, kommen tolle Sets raus. Also wirklich coole Ideen, wo ich mir häufig wünschen würde, dass das auch mal zu City rüberschwappen würde. Das fände ich großartig, weil was mir den Spaß an Friends immer verhagelt, mir persönlich, neben der Tatsache, dass keine klassische Minifigur dabei ist, was ich nicht verstehen kann, weil ich glaube, auch die Kernzielgruppe für Friends würde mit Minifiguren durchaus zurechtkommen, die Farbgebung. Es ist die Farbgebung. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt schon diese korallenfarbene Mülltonne angucke,
Das bin ich nicht. Also ich habe nichts gegen bunt oder so. Ich mag bunt. Ich mag auch pink. Ich gehöre zu den wenigen, die was heißt wenigen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es eine Menge Leute da draußen. Ich habe auch ein MacBook schon in so einem Pinkton gekauft, weil ich dachte, wie geil, das ist mal was anderes. Zumal die Arbeit, die ich mit dem Rechner erledige, die sieht ja, da sieht ja kein Mensch, welche Farbe hatte, das, hatte der Rechner, als ich ihn benutzt habe. Und mir macht dieses, ach, Rosé Gold hieß es bei Apple, genau, macht mir einfach gute Laune, die Farbe. Ich finde die cool, kann man machen. Aber bei Friends kommen halt mitunter sehr, sehr, sehr kuriose Farbkombinationen zustande, die ich persönlich halt wirklich nicht so ansehnlich finde. Und ich würde mir halt kein Friends-Set ins Regal stellen, so zu Dekorationszwecken. Und ausschlachten wäre für mich da halt auch schwierig, weil ich nicht wüsste, wohin mit diesen Farben. Also das ist halt wild. Und darum, aber das heißt ja, ich bin nicht Zielgruppe. Das heißt, nicht andere Menschen können keine Zielgruppe sein. Ich kenne auch junge Männer, die total auf Friends abfahren und ein Stück weit beneide ich euch. Das ist ziemlich cool. Weil wie gesagt, die Sets, die da rauskommen, da kannst du schon was mitmachen. Wie hätten wir es denn jetzt gerne? So, okay. Und da kommt jetzt Blattwerk an alle vier Seiten. Hier bin ich auch schon wieder begeistert, wie viele coole Teile hier drin sind, weil die Friends-Figur bei Lego ja auch einen entsprechenden Premium-Taler kostet, obwohl es keine Minifigur ist im klassischen Sinne. Aber manchmal schluckt man schon, wenn man sieht, wie wenig Figuren in so einem Friends-Set drin sind im Vergleich zu anderen Sets in einer ähnlichen oder sogar gleichen Preisregion. Das ist schon wild. Wie hättest du es denn jetzt gerne? Also so wie das hier vorgeschlagen wird, geht das gar nicht, weil das Gerät ist falsch rum gebogen. Aber egal. Ja, doch, geht. Ja, okay, so, fein. Und warum ist die Kamera blau und hat ein grünes Objektiv? Solche Dinge sind es halt, die dann bei mir für so ein bisschen Unverständnis sorgen, weil ich komme nun aus der Fotobranche, ich kenne Kameras und mit wenigen Ausnahmen sind die Kameras eigentlich immer ziemlich schwarz oder mal silbern. Das ist so der Grundgedanke. Jetzt bin ich irritiert, weil hier immer noch Teile übrig sind. Ach, hier ist der schwimmende Otter. Cool, den können wir da drauf setzen. Okay, der Otter ist das Highlight, den werdet ihr feiern, da gehe ich fest von aus. Und hier habe ich irgendwas vergessen. Guck an. Ja, Gott sei Dank habe ich mir einen Teiletrenner zurechtgelegt. Das ist der Moment, wo ich wirklich so ein Stück weit an meinem Verstand zweifle, weil ich baue eine Friends Polybag zusammen und habe tatsächlich das Problem, dass hier mehrere große Teile übrig bleiben, die eigentlich nicht übrig bleiben dürften. Jetzt habe ich hier aber weitere Teile, die nicht übrig bleiben dürften. Habe ich was vergessen? Ja, natürlich habe ich was vergessen. Wir haben hier noch Sonnencreme, natürlich mit einem grünen Deckel, weil sie grün schon mitgeliefert haben. Und dann haben wir noch einen, weiß ich nicht, Müllgreifer könnte sein. Also über die Figur reden wir definitiv gleich. Die wirft bei mir Fragen auf. Dann haben wir das noch und wir haben einen Cola-Deckel. Ach! Ach, das ist ja cool. Es hat einen Nachhaltigkeitsaspekt, dieses Set. Ja, das finde ich gut. Und eine Flasche liegt auch noch irgendwo rum, die ich jetzt nicht... Wahrscheinlich kommt die Flasche genau in den Müllbehälter. Ja, okay. Ich hab's. Ich hab's. Weg mit den Ersatzteilen, die braucht kein Mensch mehr. Und dann haben wir hier unser Set. Und ich fange mit der Figur wieder an. Das ist, da ich den Namen nicht kenne, eine Friends-Figur. Und die zeichnet sich aus durch eine sehr schlanke Taille, kurios geformten Ärmchen. Aber was ich hier gar nicht verstehe, diese Figur trägt Flipflops und Flossen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Flossen benutzt haben. Ich war ein paar Jahre länger im Schwimmverein und danach im Tauchverein. Ich kenne Flossen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Flipflops in eine Flosse zu steigen. Das passt nicht. Das heißt, entweder wäre es cool, wäre die Figur hier barfuß oder aber man lässt die Flossen weg. Ich würde sie jetzt abrupfen, denn das
ist für mich optisch einfach sehr fragwürdig und einfach nicht zu, ja, zu verklausulieren. Dann haben wir ein Surfbrett, ein kleines, und eine Packung, ich nehme das mal zur Seite, eine Packung Sonnencreme. Und die Sonnencreme ist bedruckt. Wir haben Prints in diesem Set. Und es ist nicht mal der einzige Print, wir haben noch einen Print in diesem Set. Also in dieser Polybag. Ich nenne es jetzt Set. Und zwar hier. Da ist ein Dosendeckel. Den kennen wir auch schon aus verschiedenen Sets. Aber cool, dass er dabei ist. Und hier ist der Otter. Wie cool ist bitte der Otter? Der Otter rockt, oder? Der liegt da einfach dumm auf der Wasseroberfläche und planscht. Und das finde ich großartig. Und auch hier muss ich sagen, kleine Spielwelt mitgeliefert. Das ist ziemlich nett gemacht. Und wir haben, wie gesagt, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, weil sie, deren Namen ich nicht kenne, ist hier unterwegs, um dann den Müll einzusammeln und dann in den Müllpapierkorb hier zu verteilen. Ich würde jetzt wahrscheinlich einfach das die Sonnencreme oder Sonnenöl oder was auch immer es ist, da einfach mit draufstecken und die Flossen wären in meiner Welt halt übrig. Ich mag die Flossen eh nicht so gerne, weil die lassen sich auch nirgendwo aufnoppen. Es ist halt so. Und auch das Surfbrett brauche ich jetzt nicht zwingend für die Action, aber im Kinderzimmer sehe das schon wieder anders aus, wenn das eben für Kinder gedacht ist. Und das ist ja die Hauptzielgruppe. Aber guck mal, wir haben eine komplette Spielwelt. Wir haben Wasser, wir haben den Otter, der da rumtobt, wir haben ein bisschen Sandstrand mit einem Steinchen. Da sind Hinterlassenschaften und Abfall so ein bisschen, klar. Und Kleckse von Sonnenöl scheinbar. Und da ist eine Kamera auf einem Geländer. Und abgesehen von den kuriosen Farben, in diesem Fall halt die Mülltonne und dieses neongelbe Gitter und die blau-grüne Kamera, finde ich das eigentlich schon, also ich finde es schon charmant gemacht, muss ich sagen, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob das die ganze Zeit zu weit hinten stand, das heißt, ich zeige es euch hier jetzt nochmal, wenn es weiter vorne steht, das ist das ganze Ding und ich finde es, also für 3,99 Euro super sympathisch, keine Frage. Einen haben wir noch. Marvel. Doctor Strange's Interdimensional Portal. Die 30652. Und ich kenne diese Doctor Strange-Figur bereits. Und die finde ich cool. Und dann dachte ich, ach komm, für 4 Euro nochmal so ein Doctor Strange mitnehmen, tut nicht weh. Und dazu hast du noch so ein bisschen Add-on. Mal gucken, wohin die Reise so geht. Und ich mag diese Doctor Strange-Figur allein schon für diesen festen Umhang. Das ist so ein Hartgummi. Es ist leicht beweglich, keine Frage, es ist leicht elastisch. Aber es ist eben nicht dieser Stoffumhang, sondern der fällt halt immer in dieser schönen, in diesem schönen Winkel. Machen wir so. Und dementsprechend dachte ich, ach komm, für den Preis kannst du dir nochmal einen Doctor Strange mitnehmen. Das tut nicht weh. Der ist cool. Zumal ja der Benedict Cumberbatch den in den Filmen spielt und ich finde jetzt, Benedict Cumberbatch kann man sich schon mal geben. In Star Trek fand ich ihn nicht so gut als Khan, aber da hat der ursprüngliche Khan so gut vorgelegt, dass er vor allem aufgrund des eher schrottigeren Drehbuchs da nicht mithalten konnte. Der Film war halt konsequent auf Action ausgelegt und nicht auf Charakterzeichnung großartig und dann verzeihe ich ihm das. Ach so, spontan direkt den ersten Fehler gemacht hier. Super. Kannst du keinem erzählen. So, da kommen die Griffe rein. Das montiere ich jetzt noch nicht. Das mache ich gleich, wenn ich euch das Ding komplett zeige, weil ich möchte euch auch die Minifigur zeigen können. Und da haben wir das Thema, dass da Details dran sind, die dann verloren gehen würden, wenn ich ihn jetzt mit diesem komischen orangenen Piu-Pius abdecke. Das muss nicht sein. Ja, ich hoffe, das Teil ist mehrfach drin. Es ist was Kleines zu Boden gegangen und ich weiß nicht, wohin. Ja, Marvel, Marvel, Marvel. Das ist auch so eine Beziehung, die ich nicht so richtig verstehen kann für mich. Das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter. Ich bin kein Fan der Marvel-Filme. Bitte bleibt dran. Auch an der Stelle wieder. Ich spreche niemandem ab, dass man da keine Freude mit haben kann. Aber bei mir stellte sich keine Freude ein. Es war die ganze Zeit nur zack, bum, peng und ich weiß nicht. Also ich habe sie sogar durchgezogen, diese MCU-Geschichte. Aber es hat mich einfach insgesamt total kalt gelassen. Selbst als so eine Black Widow dann verstorben ist, war das für mich mehr so, ja, ist egal, passt schon. Wenn es der Story dienlich ist. Und
Das ist halt schlecht. Ich habe auch den Eindruck, diese Filme wurden am häufigsten geguckt, um rauszufinden, am Ende nach den Credits, wie cool denn der nächste Film wohl werden könnte, weil dann ja immer noch so eine geheime Szene mit hinten dran gesetzt wurde. Aha. Aber ich mag tatsächlich die Lego-Sets ganz gerne zu diesem Universum. Also, das ist halt komisch, weil diese Sets haben halt auch wieder so einen kindlichen Charakter. Ich fühle mich in vielen Umsetzungen dann wieder an City erinnert. Aber ich habe aus einer Welle habe ich fast alle Sets zusammengesammelt, weil die mich einfach abgeholt haben. Ich fand die cool. Die hatte ich auch alle schon hier auf dem Kanal. Also wer mal nach Marvel sucht in meiner Historie, der wird da fündig. Und sowas wie der ultimative Quinjet oder das Hauptquartier der Avengers und so. Alles fein. Fand ich cool. Ich mochte die Figuren, die haben mir gute Laune bereitet und ich mochte die Ideen hinter den Sets. Selbst so ein Helikopter, aus dem man halt plumpst, der ist halt ein Gerippe und der war viel zu teuer für das, was er kann. Aber trotzdem hatte ich irgendwie eine gute Zeit damit und dementsprechend stehen Marvel-Sets bei mir immer wieder zur Debatte, weil die durchaus für mein Empfinden einen entsprechenden Unterhaltungswert oder Faktor haben, mit dem ich gut klarkomme. Also die Marvel-Sets gut, die Filme, mir egal. Also ich finde sie jetzt auch nicht grottig, ich laufe jetzt nicht schreiend weg, wenn jemand sagt, ich mag die Marvel-Filme, aber für mich persönlich sind sie halt nichts. So. Und das ist auch okay, ich finde das vollständig okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich intellektuell unterfordert fühle aufgrund der Spielzeit, die Dinger haben. Wären die irgendwie schön knackig kompakt. Ich weiß noch, der erste X-Men-Film damals mit Patrick Stewart, der hatte, glaube ich, eine Spielzeit von 78 Minuten. Erst was anderes bauen. Und der war schon ziemlich kurz, aber der kommt zum Punkt. Da verbrennst du nicht gleich 3 Stunden deines Lebens in so eine X-Men-Story, sondern du fängst an und weißt, worauf du dich einlässt, spielzeittechnisch, und bist dann auch relativ schnell durch und hast eine gute Zeit. Den zum Beispiel mochte ich sehr. Ich habe das wirklich komplett falsch rum aufgebaut. Das kannst du keinem erzählen. Warum habe ich das gemacht? Leute, ihr seid jetzt Zeugen dessen, was hier passiert, wenn man baut und quatscht gleichzeitig. Ich glaube, ich hatte bei diesen Polybags mehr Baufehler als jemals bei einem wirklich großen Set. Aus mir unerfindlichen Gründen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie es angeordnet sein soll, dass ich den gleichen Fehler nicht wieder mache. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Darauf kommt das Städtchen. Es kann nicht wahr sein, echt. Ist er noch ganz bei Trost, fragt man sich da. Jetzt kommt hier drauf, weil hier wollte gerade was nicht passen. Und ich finde es schon cool, wenn die Sachen auch so aussehen, wie die Anleitung mir das vorschlägt. Ich hatte halt die Rundung in eine andere Richtung gesetzt. Und das sorgte in meiner Welt jetzt für Irritation beim Setzen dieses komischen Felsgedönses, was auch immer das sein soll. Ich habe ja keine Ahnung, was die Sachen hier sein sollen. Aber jetzt haben wir eine fertige Kulisse. Haben wir eine fertige Kulisse. So, und ich brauchte das Teil nicht, was zu Boden gegangen ist. Das finde ich später wieder ohne Socken. Ja, sehr schön. Darum ging es mir. Und da hat Lego abgeliefert. Ich finde diese Doctor Strange-Figur super. Sie hat einen tollen Torso-Print. Sie hat einen Bein-Print. Und sie hat diesen unfassbar coolen Umhang. Ich mag den wirklich gerne. Ich mag auch Figürchen mit Stoffumhängen, aber das hier hat einfach eine gewisse Dramatik, die schon optisch, die mich einfach abholt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Rot noch ein bisschen kräftiger, ein etwas dunklerer Rotton wäre. Mir ist der ein Hauch zu hell, aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Aber ich finde ihn großartig. Und der kriegt jetzt halt diese Action-Pews irgendwie in die Hand gedrückt und kann dann durch die Gegend schlawocken. Ich habe keine Ahnung, was der damit macht. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich den mal in einem Film gesehen habe. Schiedigol sieht nach Aktion aus. Und der steht dann hier in dieser Kulisse, die dann dieses interdimensionale Portal sein soll. Das ist das interdimensionale Portal. Das heißt, hier sehen wir im Hintergrund schon eine Stadt und da kann er dann durch und dann ist er in dieser Stadt.
Ich glaube, dass das so funktioniert. Ist doch nett, oder? Also in einem Lego-Magazin würde man jetzt nur für die Figur 5,50 Euro bezahlen und hier kriegt man für 4 Euro noch eine kleine Kulisse dazu. Entschuldigt, ich merke gerade. Schluck trinken. Ist das jetzt gewaltig? Nein, ist ja eine Polybag, ist klar. Aber es passt zu dem Charakter und man kann das auch so ins Regal stellen, wenn man einfach nur Fan von diesen Filmen ist, wo er auftaucht und auch dieses Portal irgendwie eine Rolle spielt. Das ist schon völlig fein. Ich finde es okay. Ist jetzt für mich allerdings tatsächlich aus all den Polybags die unspektakulärste. Wir holen sie nochmal alle zusammen, oder? Wir haben angefangen mit Space City oder City Space. Macht's wie rum ihr wollt. Dann hatten wir Animal Crossing. Dann hatten wir Friends und zu guter Letzt den Doctor Strange. Und es ist schon interessant, wie unterschiedlich das ist, was man aus so einem Polybag rausholt. Für mich der ganz klare Gewinner in dieser Viererreihe ist hier das kleine Animal Crossing Modul, weil die Landschaft ist für diese 4 Euro schon recht üppig. Hier ist die Beigabe im Endeffekt relativ mager. Aber ich glaube, dass gerade die Kernzielgruppe abgeholt wird. Für mich ist es primär hier die Figur. Und diese Kristalldingsies kannst du auch immer irgendwie gebrauchen. Das Ding ist cool, weil das auch wieder es ist eine relativ große Fläche, die hier dargestellt wird oder abgebildet wird. Das mag ich sehr. Der Otter ist ein absolutes Highlight. Ich weiß gar nicht, ob der exklusiv ist in diesem kleinen Polybag oder die sehr kleinen Polybag oder ob der vielleicht auch nochmal in einem größeren Friends-Set auftaucht. Keine Ahnung. Ich bin nicht im Friends-Thema, um das beurteilen zu können. Und Doctor Strange ist halt, ja, ist klein, aber fein. Da ist es halt auf jeden Fall die Figur. Hier sind es gar nicht zwingend die Figuren. Ich glaube, hier steckt der meiste Spielspaß für die Kernzielgruppe drin. Das sind für mich eher Figuren-Polybags. Aber insgesamt, gut, man darf nicht vergessen, ich habe jetzt 16 Euro hier zusammengestellt. Dafür hätte ich auch ein etwas größeres Set mitnehmen können. Aber dafür hätte ich auch wieder nur eine Figur. Das heißt, hier habe ich 3 coole Figuren und eine Friends. Und hatte ein bisschen Unterschiedliches zu tun. Und ich glaube, für mich macht es auf jeden Fall Spaß und ich glaube, auch andere könnten damit Spaß haben. Und gerade wenn man zum Beispiel bei Animal Crossing drin ist und diese Sets auch sammelt, ist das hier vielleicht nochmal ein schönes Add-on in klein, um es dazu zu mogeln. Ich mag's. Wie seht ihr das? Mögt ihr Polybags generell? Findet sie richtig cool? Schreibt's in die Kommentare. Mögt ihr Polybags eher nicht? Warum? Schreibt's in die Kommentare. Denkt ihr, das ist viel zu teuer für das, was man bekommt? Kann ja sein, ist fair. Dann schreibt es in die Kommentare. Oder denkt ihr, oh mein Gott, wie großartig und die habe ich alle noch nicht. Her damit. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde gucken, ob man die bei Amazon bekommt. Wenn ja, werde ich die in der Videobeschreibung verlinken. Das sind dann Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr so einen Link benutzt, um dann da irgendwas zu bestellen, muss nicht so eine Polybag sein, irgendwas, dann kommen ein paar Cent zu mir zurück. Das ist, ihr zahlt keinen Cent extra, wenn ihr den Kanal auf dem Weg unterstützen wollt. Vielen Dank an der Stelle. Ich überlege gerade, ob ich diese Stadtkulisse falsch rum aufgezogen habe. Es kann sein, dass die falsch rum steht. Ist doch egal. Hoodies, Tassen, T-Shirts, Caps, Kissen, Schürzen, whatever, kriegt ihr in Taschen, also Tragebeutel, kriegt ihr im Shop. Auch der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen unterhalten haben sollte. Lasst gerne einen Daumen nach oben da in dem Fall. Vergesst Abo und Glocke nicht, falls nicht passiert. Das geht hier regelmäßig weiter. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit zu danken und für die vielen, vielen lieben Kommentare aus der Vergangenheit. Ihr seid toll. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.